So, einmal mit dem Fahrstuhl hier rauf. Na komm, Captain America. Arc-Reaktorlagerzugang gewährt. Loki, es ist vorbei. Es tut mir unaufrichtig leid, aber ich benötige dringend eine starke Kraftquelle, die wenig kostet. Nun, du stiehlst von den Besten. Das ist nicht das Einzige, wobei wir uns bedient haben. Wo willst du hin? Traue nie einem Halbgott. Zeit, euch sogenannten Avengers eine Lektion zu erteilen. Genug, du Clementine. Ich hab dich echt satt. Keine Ahnung, wo dieser Mandarin jetzt auf einmal kommt. Aber er ist auch hier. Okay, Loki hat den Smaragd. Aber wir holen ihn wieder. Damit hättest du rechnen müssen, Stark. Hey, lass Stark in Ruhe. Na, was willst du? Ist auch noch eine Klatsche? Kein Problem. Ich kann jedes Mal mein Schild in die Fresse geballern. Yo, die geile Rückwärtsrolle von Captain America. Kann man ja easy Stats farmen. Na, guckt euch an, wie viele Gegner hier kommen. So. Na, wo bist du, Mandarin? Ach, ich hab noch einen Gegner. Jetzt aber. Warte mal, Helden, da hinten ist Minikit. Gibt es nach wie vor nur im Märchen. Märchen sind auch wahr. Los, Captain America. Jawollo. So, jetzt kommt noch die Lusche hier. Denkt auch hier, sie wäre übelst krass, nur weil sie Feuer kann. Ist wie bei Avatar. Hier ist mal die Feuerregion. Aber kann halt gar nichts. Ich guck gerade übelst viel Avatar, weil ich das unbedingt mal nachholen möchte. Und ja. Bevor ich mir die Realverfilmung angucke, gucke ich lieber das Original. Bam! So, und du bist Geschichte. Alter, du bist ja wirklich Geschichte. Nicht könnt ihr meine Vision für die Menschheit erahnen. Jetzt werde ich eure eigenen Waffen gegen euch richten. Schnappt sie euch! Sag mal, lass mal meinen Anzug in Ruhe. Der war extra für Hulk gemacht. Ach so. Ist das die Hulkbuster-Rüstung? Ja. Und er kann dann alles, was Hulk kann? Ja. Wenn Hulk mal wieder Scheiße baut, ist der Anzug gut dafür. Kenne ich aus Marvel's Avengers, so hieß der doch, der Film. Age of Ultron. Da haben sie ja so einen Anzug benutzt. Wie ich die alle wegmache. Guck mal, ich laser den auch noch. Bisschen. Oh, wie easy das klappt. Ey! Jetzt hat der Kerl mich noch getötet. Hausparty-Protokoll aktiviert. Was? Hausparty? Oh, meine Freunde! Na, was geht? Ei. Los, alle auf ihn! Mach meinen Halbwasser kaputt. Ich lese von unten. Nein, wie sie alle sterben. Ich weiß, das sind nur Anzüge. Kann ich meine eigenen Anzüge töten?
Okay, ich glaube, das führt zu nichts. Warum hält der denn so viel aus? Ich kann was bauen. Schnell, schnell, schnell. Los! Das Kaputtgehen von den Anzügen war nicht umsonst. Stromexplosion! Warum hat das jetzt nicht meinen Anzug getroffen? Das verstehe ich nicht. Egal. Ah, guck mal, von hinten da. Das kann ich anvisieren. Na? Ja, jetzt. Bam, raus mit dir. Na, magst du meinen Anzug? Ich habe eine Schwäche für Oldies. Oh, oh. Wie kommt es, dass mein Turm nie verschont bleibt? Der arme Stark. Weißt du, in der ersten Mission hat er sein A und sein E, glaube ich, verloren. Ach nee, der hat ja kein E. Oder? Stark Tower. Doch, hat er. Der hat ein E in seinem Namen. Und jetzt verliert er auch noch die Hälfte von seiner Aussichtsplattform. Eldritch Killen haben wir freigeschalten und Mandarin. Aber den Hulkbuster nicht, finde ich schade. True Believer, wieder immer. Und diesmal zwei Minikits, zwei goldene Steine und direkt weiter. Wir sind in großer, schlimmer, es ist das Ende der Weltgefahr. Erste Tests von Reed Richards ergaben, dass diese Steine die kosmische Kraft lagern und von Silver Surfers Brett stammen. Wenn das bedeutet, was ich denke, dann verfügst nur du allein über die Kompetenz, die Erde zu verteidigen. Anscheinend sind unsere beiden Labore verwüstet worden. Diese Gauner lieben es, unser Zeug zu stehlen. Und sie haben schon viel zu viel davon gestohlen. Wir müssen unsere Latveria-Operation in Gang setzen. Ich nenne sie Operation Latveria. Ich hol den Rest der Fantastischen Vier. Gut, schalten Sie die Shield-Arc-Reaktor-Spuren-Software ein. Ihr verfolgt meine Arc-Reaktor-Spuren? Weißt du, wie oft ich dich bei irgendeiner komischen Party suchen muss? Wie du siehst, gewinnt man durch den besten Geheimdienst die Oberhand. Hawkeye, Black Widow, ihr seid dran! Wir müssen uns den Arc-Reaktor zurückholen, bevor er für unausdenkliche Zwecke benutzt wird. Folgt dem Signal und findet ihn. Den Arc-Reaktor? Ja, ja, gleich, gleich, gleich. Das werden wir noch machen. Alles gut. Und ja, also ich weiß übrigens jetzt, was diese Latveria ist. Das ist diese Basis von Doom. Jetzt habe ich es nämlich endlich. Jetzt können wir auch ein paar Aufträge hier mal auf den Helicarrier machen. Zum Beispiel ein bisschen Wasser hier rumspritzen. Weil hier brennt es. Kann ja gar nicht sein. Können wir hier nicht die ganze Zeit eure Hände hier rumschwingen, aber nicht mal mithelfen. Aufräumdienst, ja. Macht ja ihre Aufgabe sehr schlecht. Und hier hinten, ne? Ah! Gott, oh Gott. Also, schon ein Wunder, dass das noch nicht abgestürzt ist, der Helicarrier. Wenn ein Rotorblatt dann noch am Hängen ist. Also, ihr seht da. Da ist noch ein bisschen am Arsch. Aber wir reparieren gleich. Warte, ich wechsle noch schnell meinen Charakter. Wen haben wir da hinten freigeschaltet? Ach, den Aufräumdienst. Dann haben wir Eldritch Killen. Red Hulk. Wissenschaftler Anzug. Oh, die Mucke, ich mag sie. Na komm, wir holen uns Eldritch Killen. Wir haben ja ein bisschen Geld, da geht das ja. Aber wen wollte ich mir denn jetzt holen? Genau. Iron Man, Mark. 42, damit wir das da wegmachen können. Hä, wie bin ich jetzt gestorben? Es klemmt doch das Teil. Kann mich das denn töten? Ja, ist halt die Schwerkraft.
Sei bloß vorsichtig. So, hier schon mal repariert. Wieso steht da eine Hulk-Statue? Da ist noch was. Na, warte. Da. Jawollo. Jetzt klemmt das nicht mehr. Boah, es will sich irgendwie nicht drehen. Ja, da werden wir gleich abstürzen. Keine Sorge. Ach, ich muss da hinten, glaube ich, noch was einstellen. Warte mal, nicht zu weit fliegen. Ich muss, glaube ich, hier noch was einstellen. Wir hatten das. Irgendwas mit Strom. Sag mal, hä? Hat Dr. Octopus sowas? Okay, das sieht schlecht aus. Ich glaube, das ist einfach eine Fähigkeit, die ich nicht habe. Scheiße! Ja, kann man das leider hier nicht machen. Schade. Hey, wieso kannst du beide jetzt hier nicht schwingen? Das ist sehr ätzend. Das ist belastend. Warte mal. So, jetzt weiter schwimmen. Oder weiter fliegen, eher gesagt. So, was haben wir hier für eine Mission? Das sind die ganzen Kameras. Ach, unten ist ja die Mission. Was ist hier unten? Irgendwelche Geschütztürme. Ah, guck mal. So ein kleines Minispiel. Piu, 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 piu. Ja, dich noch. Ja. Wir wollen hier immer mehr. Stimmt. Na, komm nicht da hinten noch. Ach, da unten noch der. Ja, wie soll man den treffen? Hä? Jetzt. So, was bekomme ich? Junge, da fliegt noch einer. So, aber jetzt. Alter, willst du mich verarschen? Nicht ausweichen. Ich sehe nichts. Und die fliegen so scheiße. Jetzt bleib doch bitte stehen. Fliegt der auf einmal dort hinten lang. So, war es das jetzt? Nein. Immer noch muss irgendwas hier rumfliegen. Nein, endlich. Oh Gott, ja Gott. Sowas zieht sich ja auch immer viel zu lange. So, Spidey, wo bist denn du? Ah, hier. Gut, und jetzt brauche ich Mr. Fantastic. Reed Richards. Den Schildüsenjet. Also ja, man kann Jäger sagen, aber ich sag lieber Jet. Fühlt sich irgendwie cool an. Ne? Und hört sich auch cool an. So, was haben wir da oben? Warte, erstmal hier gucken. Oh nee, wieder sowas. Ja, komm. Machen wir es einfach schnell. Und dann haben wir es hinter uns. Das geht ja viel einfacher als das andere. Ja, viel, viel besser finde ich das. Okay, und hier oben haben wir irgendwie so ein Go-Kart-Racing, wenn ich das da unten erkennen soll.
Ich habe an einer alternativen Nutzung für die Kraftfeldprojektoren gearbeitet. Projizierte Rennstrecken. Hilfst du mir, sie bei einem Rennen zu testen? Ich habe alle Stromschwankungen behoben, damit es nicht wieder Go-Karts regnet. Okay. Oh ja, Go-Kart Racing auf Holo Rennstrecke. Auf Holo Rennstrecke, so. Und let's go. Yo, wie schnell ist sie? Sie hat Mario Kart durchgespielt. Junge, Junge. Aber sie wird auf einmal ultra langsam. Und deswegen kann ich sie gleich überholen. Easy. Na, was willst du von mir? Wie viele Runden fahren wir hier eigentlich? Oh, oh. Ja, okay. Man kann nicht mal runterfallen. Über den Rand hinausgeschossen. Das sollten wir feiern, oder? Aber man fällt ja nicht mal runter. Finde ich ein bisschen schade. Sie hätte wirklich noch erwartet, dass vielleicht, wenn du runterfällst, ja, dann ist vorbei. Und die will noch was von mir. Was gibt's denn? Keine Zeit für Rennen heute. AIM-Soldaten greifen den Helicarrier an. Sie dürfen nicht ins Innere gelangen. Hilf uns, diese Schurken von Deck zu kriegen. Wer sind AIM-Soldaten? Können die richtig gut aimen? Ah. Schicken Hut. Und der da oben juckt es gar nicht. Ach, hier sind gerade Soldaten von einer anderen Armee. Scheiß drauf. Ich muss meinen Kaffee gönnen. So. Jo, sie kann ja boxen, Alter. Die starke Frau. Ja, ich weiß noch, wo ich eine Avatar-Folge geguckt habe, wo dann Sokka so sagt, also der beschätzt wirklich die ganze Folge so, dass Frauen oder generell, ja, Mädels oder Frauen halt gar nicht kämpfen können und eher sowas wie Nähen machen, was halt sehr sexistisch ist. Was man, wenn man es heute so denkt. Und ja, und am Ende wurde er ja dann korrigiert und dass Frauen wirklich kämpfen können. Aber komm später wieder, dann habe ich wieder ein Rennen für dich parat. Toll. Shield Mini Carrier. Warte mal, den will ich. Sie hat noch einen Auftrag für mich. Ah, da oben. Das ist wieder so ein Go-Kart Racing. Ja, komm, machen wir schnell. Bin abgerutscht. Zeit für die letzte Runde des Shield Helicarrier Grand Prix. Diese Strecke ist ein bisschen schwieriger. Aber fahr einfach, als würde dich ein wütender Hulk verfolgen. Ja, am Anfang gibt's hier direkt Gas, Alter. Als wäre das das krasseste Rennen überhaupt. Und am Ende denkt sie, oh fuck, ja, ich hab keine Lust mehr. Guck, sie gibt direkt Gas. Und dann hat sie auf einmal noch so einen V1-Motor. Hat sie kein Getriebe mehr, kein Sprit mehr, scheiße. Ja, diese Rennen sind halt voll boring, finde ich. Aber man bekommt zumindest was. Deswegen lohnt sich das trotzdem noch. Easy. Ihr seid die Avengers. Du kannst mir ja nicht sagen, dass du kein Budget dafür hast. Oh mein Gott, Alter. Ja, nicht genug Chef von. Genug. Ich kann nicht reden. Nicht genug Geld von. Von Nick. Wer ist Nick? Doch, Nick Fury. Hab ich schon richtig gesagt. Meine Güte, ich kann mir nicht mehr selbst zuhören. So. Shield Mini Carrier. Ui. Einfach so eine Miniatur. Wieso hat er schon Leben verloren? Aber das Ding ist voll lahmarschig. Nee, ich will das nicht weiter fliegen. Komm, machen wir das letzte Rennen da noch. Und dann war's es. Mit den Düsenjet. Und let's go. Phew. Okay, das steuert sich schon mal ein bisschen besser. Wo ist denn jetzt hier das Rennen? Die unsichtbare Wand hat mich einfach gekickt. Ich bin daran vorbeigeflogen. Halt doch mal an.
Hallo, stopp. Kann ich das hier abbrechen? Wie soll man den Nitro nicht die ganze Zeit machen? Oh, muss ja ganz schnell reagieren. Okay. Warte. Okay, das ist jetzt easy. Nur die Kamera ist halt beschissen. Oh fuck, ich werde immer schneller. Und die Kamera. Hilfe. Oh nein. Ich konzentriere mich auf das Signal des Arc-Reaktors. Aber es wird eine Weile dauern, es genau zu lokalisieren. Okay, Iron Man. Schnell, beeil dich. Du hast 18 Sekunden. Schaffst du, keine Sorge. Na gut, Iron Man. Digga, nicht auf die Schnauze fliegen. Warte, wir haben es gleich. Komm schon. Ja. Da oben ist doch das Ziel. Los, mach jetzt. Hallo. Na? Jawohl. Ah, haben es doch gerade gerettet. Okay, Leute, aber dann will ich diese Folge von Lego Marvel Super Heroes beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und möge euch Iron Man krasse Fliege mit euch sein. Ciao, ciao.